Hallo meine Lieben und welcome back bei mir. Mein Name ist Steffi und ich bin unabhängige Sensiberaterin. Einen wunderschönen guten Morgen. Ganz untypische Zeit. Wir haben es früh um 7 und ich hatte eigentlich gestern schon ein Video vorbereitet, aber das hat mir eben nicht so gefallen, wie es mir sonst eigentlich immer gefällt. Ich bin zwar eigentlich immer so die Fraktion, ja komm, scheiß drauf, das wird hochgeladen, aber nein, es war schon wieder, ja, es war halt nicht so geplant. So, Kaffee der zweite. Es steht heute schon wieder einiges an. Deswegen, wir beginnen. Meine Clubbestellung ist da. Habe ich am 31.12. noch schnell gemacht, weil ich ja Angst hatte, dass mir sonst die ganzen Düfte flöten gehen. Der ist jetzt gestern gekommen und der nächste ist auch schon auf dem Weg. Der kommt heute, also wir haben jetzt Mittwoch. Das ist eigentlich ganz gut so, dass der jetzt kommt, weil ich glaube, mein Ofen will auch gerade nicht so, wie ich will. Weil dann muss ich nämlich mit dem einen Duft, auf den ich mich so mega gefreut habe, muss ich nicht sparsam sein. Also ich kann dann denken, weil wenn es im Februar erst jetzt gewesen wäre, hätte ich mich wieder ein bisschen zusammenreißen müssen. Aber wir beginnen. Und wie soll es anders sein? 7 Stück, 5 Disney, ein Harry Potter und ein normaler. Es ist ja immer so, ne? Also es ist bei mir wirklich so, ich habe relativ selten, also in meinem letzten Club hatte ich den Welcome Home drin und den Sugar Bananas. Aber ich habe eigentlich dann doch immer mehr Disney drin. Die sind halt auch einfach geil. Und da weiß man eben, die sind dann irgendwann mal weg. Deswegen, wir beginnen einfach mit meinem, wie soll es anders sein, der Maraschino Sugar Cookie. Wir hatten ja im Dezember, beziehungsweise vorher schon, unsere Bricks, also die Riesenteile, heute ist Mittwoch, am Montag habe ich hier so ein bisschen angefangen umzuräumen, weil am Samstag habe ich ja Geburtstag und sprich, es kommen hier auch einige Leute und da ich ja mein Büro hier ins Esszimmer, Wohnzimmer verlegt habe, brauche ich da ein bisschen Platz. Also ich habe dann auch gleich die Gunst der Stunde genutzt, habe meine Schubladen ausgeräumt, all die Papiere weggeschmissen, aussortiert, Platz gemacht. Und ich hatte ja immer nur diesen Fünferpack, weil wir Berater konnten uns ja vorab diesen Fünferpack kaufen. Und ich hatte immer nur den im Kopf. Und da war mein Maraschino Sugar Cookie natürlich schon leer. Aber ich hatte mir ja dann noch in dem Special 2 Bricks Maraschino Sugar Cookie gekauft und die sind mir natürlich in die Hände gefallen. Böser Fehler, jetzt riecht es hier nämlich überall seit Montag nach Maraschino Sugar Cookie und jetzt habe ich den auch in klein, weil wir konnten uns ja leider nicht die großen in den Club schmeißen, sondern in der normalen Größe. Und was mir wirklich gleich auffällt, weil es ging ja das Gerücht rum, dass der Kleine intensiver riecht wie der Große. Tatsache. Also wenn man den schon aufmacht, hat er schon ein viel intensiveres Aroma. Ich weiß nicht, ob liegt es wirklich an der Größe, dass eben die Duftmischung gleich ist. Aber in dem Kleinen ist es halt intensiver wie in dem Großen. Ich habe keine Ahnung, an was das liegt. Aber das ist jetzt wirklich gleich das Erste, was mir aufgefallen ist. Aber er ist halt einfach, auch wenn er so jetzt in der Packung nicht jetzt so bombastisch riecht, für den einen oder anderen,
Aber in der Lampe ist der echt grandios. Also ich denke auch mal, den Kleinen werde ich vielleicht meiner besseren Hälfte schenken. Denn er war ja wirklich, das war wirklich der einzige Duft, den habe ich ja in unserem Raucherkeller drin. Und es war der einzige Duft, wo meiner wirklich begeistert war und mir schon gleich meinen Brick aus der Hand reißen wollte, wo ich gesagt habe, nee, 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 meinen Brick bekommst du nicht. Aber ich glaube, den Kleinen, den kann ich ihm schenken. Ich habe noch zwei große. Ich glaube, damit kann ich leben. Ist wieder dann wenigstens ein guter Duft im Raucherkeller. Wir haben drin Zuckerplätzchenteig mit Vanille gebacken und mit einer süßen Glasur aus Maraschino-Kirschen beträufelt. Dann der nächste, den ich wirklich nur aus der Beschreibung heraus mir noch schnell in den Club geschmissen habe. Den neuen Harry Potter Wizarding World. Die liegen ja jetzt hier auch schon ein bisschen. Also von daher riecht der dann auch schon ein bisschen. Ihr seht, die Farbe ist richtig mega. So ein richtig geiles Dunkelrot. Passend irgendwie zu meinen Fingernägeln auch. Aber die sind in 2 Stunden Geschichte. Ich habe endlich wieder einen Termin. Zeit wird's. Also da bin ich wirklich gespannt, wie der in der Lampe ist. Also das ist für mich jetzt, das wäre jetzt für mich ein Badezimmerduft. Also jetzt nicht abschätzig Kloduft, sondern wirklich Badezimmerduft. Aber da ich ja bei mir im Badezimmer keine Lampe mehr habe, werde ich den in meinem Gästeklo ausprobieren. Vorab, vielleicht vor noch meinem Geburtstag. Weil der hat dieses typische, dein Mann kommt frisch geduscht aus dem Badezimmer und schwebt an dir vorbei. So riecht es. Das ist dieses markante, maskuline, zittrische. Aber so ungefähr kann man sich den vorstellen. Prickelnde Zitrus und grüner Apfel beleuchten Mahagoniholz, während Vanille und ein Hauch von Amber Wärme und Charme verbreiten. Amber. Ist meins. Ja, ich denke mal, das Mahagoniholz und Amber ist eben das, was dieses ein bisschen maskulin macht. Da bin ich wirklich gespannt, wie das sich dann in der Lampe entwickelt. Ich habe ihn endlich im Club. Man glaubt es nicht. Meine Alice. Meine Alice. Ich musste mit der immer so haushalten. Weil auf besonderen Tagen habe ich von meiner Freundin immer ein Barbeschenk bekommen. Aber jetzt habe ich ihn im Club. Ich habe ihn im Club. Der ist so dieses herbe, fruchtige, das aber in der Lampe dann so ins Süße umschlägt. Der ist. Also wirklich, der ist so bombastisch geil. Ach, ich liebe den. Ich liebe den. Wir haben herbe Pflaume, Erdbeere und rosa Zucker. Die alles. Dann natürlich meine Überraschungsbars vom letzten Jahr. Ich habe es ja angedroht, dass ich die in den Club schmeiße. Den Fearless by Nature von Frozen 2. Und der ist, also auf mich hat der wirklich, ich muss den mal im Schlafzimmer testen. Ich habe da momentan noch meinen Diffuser stehen, muss ich wieder ein bisschen umräumen. Man riecht diesen Salbeigeruch. Und ich hätte nicht gedacht, dass dieser Salbeigeruch, also auf mich wirkte wirklich so ein bisschen beruhigend, so ein bisschen runterkommen, so durchatmen. Finde ich phänomenal. Ich werde den im Schlafzimmer testen. Vielleicht hilft er ja auch ein bisschen bei meinen Einschlafproblemen. Aber der ist wirklich der ist wirklich für mich echt so richtig schön naturberuhigend, Ruhe. So ist der für mich. Wagen Sie sich gestärkt von unerschütterlicher Loyalität auf eine Reise in den Wald, umgeben vom Duft von Wildblumen und Salbei. Und der ist im Warmen auch so mega geil.
Dann der zweite aus Frozen 2, der North Calls. Da war ich ja auch richtig schwer begeistert. Weil der ist echt, der hat so eine, der ist so eine Kombi aus blumig, fruchtig, ja. Wäre jetzt für mich so ein typischer, ich läute den Frühlingsduft ein. Der ist wirklich mega. Eine besteigende Kombination aus Beeren und Grapefruit, Maiglöckchen und einem Hauch von Meeresluft führt zum Drang, die Wahrheit zu entdecken. Also echt mega Empfehlung. Der Fearless by Nature und der North Calls aus Frozen 2. Dann konnte ich natürlich ja nicht widerstehen. Den Season of Magic. Mein absoluter Lieblings-Disney-Weihnachtsduft. Diese, diese so, so, so süße Tanne. Entschuldigung, Moment. Schluck trinken. Ich bin nicht gewohnt, in der Früh so viel zu reden. Weil ich bin ja eigentlich Team Morgenmuffel und rede eigentlich so die ersten 3, 4 Stunden früh gar nichts. Also nur das Allernötigste. Also, der hat wirklich dieses. Ja, so wie ein frisch geschlagener Tannenbaum. Das ist. Also, und ich bin gespannt, wie sich der mal bei 30 Grad im Schatten macht. Ob ich den dann auch noch so liebe oder. Ja, you know. Ach, der ist wirklich, das ist. Oh, mega. Zuckerkristalle und Eiszapfen funkeln und glänzen, während der Duft von süßer Pinie und wilden Beeren für eine magische Atmosphäre sorgt. Schauen wir mal, ob wir das bei 30 Grad auch hinkriegen im Sommer. Werde ich natürlich testen, da könnt ihr sicher sein. Und auf den ich mich natürlich die ganze Zeit gefreut habe und den ich so richtig, richtig mega geil finde. Die Sanderson Sisters aus Hokus Pokus Perfectly Wicked. Der ist also mega, 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 mega. Ist was mit herber Pflaume, mit Sicherheit. Ich habe jetzt, das ist natürlich jetzt wieder der einzige Duft, wo ich nicht jetzt dran gedacht habe, mir die Duftbeschreibung rauszuholen. Aber ich werde die natürlich in die Kommentare noch reinschreiben. Und der ist wirklich, wenn der warm ist, der erinnert mich an den Welcome Home. Welcome Home war ja mein absoluter, absoluter, absoluter Favorit. Ich habe noch 3 Bars hier und ich habe gestern Abend gesehen, er ist auch wieder in der Abstimmung dabei bei Bring Back My Bar. Ich hoffe, ihr stimmt fleißig ab auf meiner Homepage. Die kommen dann im Juni. Das sind wieder einige Schätze dabei und vor allem von den Lizenzierten. Aladdin und der alte Mickey-Duft und der alte Minnie-Duft. Oh, die Vorgänger von Frozen hier sind auch dabei. Aber zu den Sanderson Sisters. Also der ist wirklich fruchtig, mega fruchtig. Also ich glaube, ich habe noch im Kopf, es ist auch Kirsche mit drin. Und das ist so ein richtig schöner, angenehm schwerer, dunkler Duft. Und ich kriege Gott sei Dank keine Kopfschmerzen drauf. Ich bin ja ein bisschen Migräne belastet. Aber von dem vertrage ich auch durchaus 4 oder 5 Würfel auf einmal in einer Lampe. Ja, deswegen mein absoluter Favorit momentan von den Disney-Düften. Natürlich. Keiner schlägt Alice. Also, nein. Nein. Aber der kommt echt nahe dran. Und wie schon gesagt, wenn der warm ist, erinnert er mich wirklich an den Welcome Home.
Dann ist noch was gekommen, aber da habe ich mir wirklich vorgenommen, es ist noch geschlossen. Es hätte eigentlich heute erst kommen sollen. Und zwar ist das mein Kit für die World Tour in Nürnberg am 6. Februar. Da werde ich kann es nicht sagen, wie lange ich bei meiner Nagelfee brauche. Also es kann sein, dass es zwischen 10 und 10:30, dass ich hier auf YouTube, also ich habe mich für YouTube entschieden, dass ich live komme und wir das dann zusammen auspacken. Freue ich mich riesig drauf. Endlich mal wieder die ganzen Berater live zu sehen und nicht am Bildschirm online. Ich freue mich. Das werden wir dann auspacken. Dann habe ich natürlich auch gestern Abend noch fleißig von den Bring Back My Bar abgestimmt. Es ist 5-mal Sugar Cookie geworden. Und gut, schade finde ich es jetzt, dass du wirklich nur alle 24 Stunden abstimmen darfst. Aber ja, das vorher so alle 5 Minuten, das war schon besser gewesen. Aber naja, gut, was will man machen? Das haben sie geändert. Jetzt alle 24 Stunden, also heute Abend, darf ich dann wieder abstimmen. Und es sind wirklich so geile Düfte dabei. Es sind so viel Frühlingsdüfte dabei, Sommerdüfte dabei aus Kollektionen. Wie auch schon gesagt, die alten Aladdin-Düfte, die waren ja damals in meinem ersten Jahr, also 2019. Ja, 2019 kam, glaube ich, die Aladdin-Kollektion in so einer wunderschönen Box. Und da habe ich auch schon wieder überlegt, weil da war eine richtig, richtig gut. Aber ja, ich habe nur 5 Stimmen. 5 Stimmen alle 24 Stunden. Das finde ich ein bisschen unfair. Aber so what? Steht noch was an? Nein. Ach ja, gut, heute kommt also mein nächster Club, aber da werde ich kein separates Video dazu machen, denn es sind genau die gleichen Düfte drin, die ich jetzt vorgestellt habe, plus der White Sands von den jetzigen Bring Back My Bar. Der musste in den Club, weil er ist einfach geil. Und ja, genau. Also ich denke mal zwischen 10 und 10:30 wird es sein, dass ich dann live komme. Weil ich schnell zu meiner Nagelfee, dann muss ich schnell noch was einkaufen und dann bin ich ready. Und ich hoffe, bis dahin ist mein Ofen auch mal hier ein bisschen auf Hochtouren gelaufen, weil es sind jetzt schnucklige 15 Grad in meinem Wohnzimmer und es ist schon ein bisschen huschig. Ja, das war's von mir. Wenn euch das Video gefallen hat, lasst mir noch ein Däumchen da oder ein Abo oder beides. Ich freue mich immer riesig. Ich freue mich auch über E-Mails, über Kommentare, über Bestellungen. Vergesst nicht, im Januar gibt es ja noch die doppelten Halbpreisprämien. Könnt ihr abstauben ohne Ende. Und ja, dann sehen wir uns dann später live, wenn ich mein World Tour Kit auspacke. Ich freue mich. Also, bis dahin, macht's gut.